So, und im Paul-Löbe-Haus, da steht Laura Kipfelsberger. Und man mag es nicht glauben, aber es gibt tatsächlich heute vor dem Reichstag wohl eine kleine Demonstration für Atomkraft. Was ist der Anlass? Ja, vor dem Bundestag heißt es heute Atomkraft ja bitte statt Atomkraft nein danke. Wir haben es im Beitrag gehört, die Aktivisten der Nuklearia sind hier vor Ort und setzen sich dafür ein, demonstrieren dafür, dass die Laufzeiten der AKWs verlängert werden. Und ihr Anlass ist, dass heute hier im Bundestag der Ausschuss für nukleare Sicherheit zusammenkommt. Und da soll es darum gehen, wir erinnern uns, Olaf Scholz hat ein Machtwort gesprochen, die letzten drei AKWs in Deutschland, die sollen bis April, 15. April 2023 noch weiterlaufen, statt wie ursprünglich geplant, in diesem Dezember abgeschaltet zu werden. Und darum geht es heute. Und diesen Anlass nehmen die Demonstranten, um hier noch mal klarzumachen, sie wollen keine Verlängerung bis 2023 oder bis 2024, wie die CDU das fordert, sondern wollen einen AKW-Betrieb quasi für immer. Laura, recht vielen Dank für den Moment.